Okay. Oder muss man nochmal? Jetzt geht's los. Genau, dann würde ich Sie bitten, sich einmal kurz selbst vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Martin Wittmann. Ich bin 37 Jahre alt und ich arbeite im Familienbetrieb. Wir sind ein Textilrecyclingbetrieb in Bayern und im Ruhrgebiet haben wir eine Niederlassung auch. Und wir haben 100 Mitarbeiter und unsere Hauptaufgabe ist es, Altkleidercontainer aufzustellen und zu leeren, hauptsächlich die Textilsammlung. Wir haben insgesamt 5000 Container in ganz Deutschland, die wir betreuen. Und dann holen wir die Bekleidung zu uns und führen das einer ordnungsgemäßen und positiven Verwertung zu. Okay. Wo können Konsumenten fair produzierte und nachhaltige Kleidung kaufen? Eine sehr gute Frage. Ich glaube, fair produzierte Bekleidung ist, glaube ich, relativ schwierig. Gibt es jetzt nicht in den großen Modehäusern oder zumindest eher so ein Nischendasein. Ansonsten kann man bestimmt, wenn man im Secondhand-Shop kauft, dann tut man was Nachhaltiges, weil man einfach vermeidet, dass neue Kleidung produziert wird. Wo kaufen Sie selbst Ihre Kleidung? Verschieden. Ich kaufe relativ wenig Bekleidung. Komme einfach in letzter Zeit wenig dazu oder im Allgemeinen. Ich kaufe dann im Kaufhaus, wenn ich einen Anzug brauche für die Arbeit zum Beispiel, oder online kaufe ich mal Schuhe. Hier wie da oder auch mal gerne in kleineren Läden. Welche sind aus Ihrer Sicht zurzeit die größten Probleme der Modeindustrie? Ich denke ganz einfach, der Begriff Fast Fashion erklärt das eigentlich alles. Wir haben viel zu viel Konsum. Es geht viel zu sehr über die Masse, anstatt dass die Bevölkerung und die Menschen Qualität einkaufen. Weil gute Qualität könnte man auch gut recyceln und auch gut als Secondhand-Bekleidung nutzen, wiederverwerten, alles Mögliche. Aber Fast-Fashion-Produkte, die kann man oft nur ein paar Mal anziehen und waschen und dann ist es eigentlich defekt und kann nicht mehr verwendet werden. Wenn Sie in der Fashion-Industrie eine Sache ändern könnten, dann wäre das? Dann wäre das, dass nicht nur in Billiglohnländern produziert wird, sondern vor Ort die Bekleidung im jeweiligen Land, wo das dann auch gekauft wird, produziert wird. Was haben Sie selbst schon konkret getan für eine fairere Fashion-Industrie? Ich kaufe jetzt zum Beispiel nicht bei billigsten Läden ein, die jetzt ganz billige T-Shirts und so weiter verkaufen, wo man das Gefühl hat, das kann gar nicht mit rechten Dingen zugehen. Also ich passe darauf auf, dass es darf durchaus ein bisschen was kosten und ich passe darauf auf, dass es gute Materialien sind und ja, das wäre es eigentlich. Okay, vielen Dank.